Morgen. Guten Morgen. Hallo. Und? Was liegt da an? Warten. Ach ja, ich habe mich noch gefragt, soll ich anrufen, aber ich kann mich eigentlich doch nicht dagegen wehren. Ich habe so in den letzten Tagen mal ein bisschen nachgedacht über den letzten Monat und dann stelle ich fest eigentlich, dass der ganze Prozess der, wie heißt das, die Einladung zum Fegenstall-Vortrag, wo ich da war und alles, was ich da erlebt habe, sowohl im roten und blauen Bereich, das war eigentlich eine große Welle und dann ist auch das Tal gekommen. Ich bin im Moment ein bisschen bedrückt. Wer merkt das? Mein Geist. Wer beobachtet das? Das ist die Ebenen des Ichs, die Loslösung. Ich kann das nicht oft genug sagen, es geht nicht darum, dass du irgendwas veränderst an dem Traum, du kannst es eh nicht verändern, sondern du musst dir ganz bewusst machen, dass du der bist, der sich's anschaut, der das erlebt. Ja, das geht jetzt wieder ein bisschen besser, aber das ist eigentlich so ingeniös gemacht worden, dass man das auch erleben kann oder meint zu erleben, nur aus der Person heraus. Das hatte ich die letzten Tage mal ein bisschen kurz. Das ist die Selbstvergessenheit. Ja, ich habe vor ein paar Tagen habe ich den Kontakt zur Daniela abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass meine Gefühle für ihr, die wurden eigentlich so irgendwie vom Anfang an. Wir sind uns ganz ähnlich in ganz vielen Hinsichten und wir haben ganz intensiv kommuniziert. Und sehr schnell habe ich dann auch irgendwie Gefühle für ihr bekommen und ich habe mich dann, als ich nach Hause gekommen bin aus Fegenstall, habe ich das auch meiner Freundin erzählt. Und die hat dann die ganze Nacht geweint und da habe ich mich so schuldig gefühlt. Du kennst ja meine Geschichte zu Hause mit meinen Eltern. Und dann habe ich den Kontakt erstmal zur Daniela abgebrochen. Ein paar Tage später habe ich das dann wieder hergestellt, weil ich auch meine Gefühle waren dann weg. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt abbreche, ich bin nicht einverstanden. Ich will sie auch in meiner Welt haben, als etwas, was ich rot lieben kann. Und das ist dann immer hin und her gegangen. Wir haben uns dann ab und zu unterhalten und da habe ich nichts gefühlt. Und dann kam es wieder und vor ein paar Tagen habe ich gedacht, ich muss das jetzt abbrechen, weil ich merke, dass ich hier in der Welt, in meiner Umgebung, die jetzt hier und jetzt wirklich da ist, also mit meiner Beziehung, das kann ich so nicht machen. Und das ist der ganze Prozess, wo wir auch mal drüber gesprochen haben, die Disziplin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt ein wichtiger Teil von mir fehlt. Aber ja, sie ist ja eigentlich in mir drin. Wenn ich jetzt denke ich an sie, an die Daniele, dann habe ich jetzt feinstofflich sie in meiner Welt, aber es ist ein Kommen und Gehen. Ja. Es ist diese Zerrissenheit des normalen Menschen, bis du dich einmal wirklich davon löst, dass du ja in dem Leben was zu lernen hast. Ja. Als Matten. Und nämlich die Liebe gegenüber alles und jeden. Und es beginnt eigentlich schon hier beim Partner, die Partnerschaft. Da gibt es eine schöne alte Schrift, das unpersönliche Leben. Wenn du glaubst, der Partner, den du bekommen hast in deinem Traum, der passt nicht zu dir, das ist immer wieder so die erste Anpassung, der ist maßgeschneidert. Dass ich immer wieder sage, du musst das Gegenüber so lieben, wie es ist. Die Feinheiten. Und es ist halt immer wieder diese Suche nach einem Neuen. Und man muss dann bezahlen. Das ist die Eigenart Wellenberg und Wellendahl. Ja. Das ist das, was du in Ansätzen ja merkst. Du hast auf der anderen Seite eine Sehnsucht nach was Neuem, weil du meinst, das ist es noch nicht. Du findest Erfüllung. Und du würdest feststellen, dass das bloß wieder sich ins Gegenteil kehrt. Das heißt also, diesen Traumpartner, den musst du dir machen, indem du anfängst, den Partner so zu lieben, wie er ist. Das ist die große Kunst. Weil das ist immer diese erste Verliebtheit und der Alter auch zerstört es dann. Ich sage immer wieder, Partnerschaft ist ein täglicher Kampf mit einem Ungeheuer, das Gewöhnung heißt. Und das Neue ist natürlich, das hast du mal immer sehr von Reiz, aber das Neue wird auch sehr, sehr schnell zu was Alten. Ich erinnere mich noch, das war an dem Tag, dass wir alle abgereist sind, da hast du noch gesagt, ich habe das dann mir gemerkt, dass wenn zwei Leute, die aufeinandertreffen, ganz ähnlich sind am Anfang, dann brennt das ungeheuerlich, aber das Feuer, das löscht sich dann auch ganz schnell aus. Es ist wie Strohfeuer, nennt man das. Ja, Strohfeuer. Ja. Das glimmt schnell auf und ist schnell wieder weg. Ja, und denk an ein Kaminfeuer, da muss man dran arbeiten, da musst du lange dran tüfteln, aber wenn das dann einmal brennt, dann kannst du das auch
längere Zeit aus den Augen lassen und es glimmt dann immer noch vor sich hin. Das ist, das muss man, wie ein Kaminfeuer muss man das langsam aufbauen. Das ist die wirkliche Liebe. Es ist auch gar nicht, dass ich mit meiner Beziehung nicht zufrieden bin. Wir sind 17 Jahre zusammen. Als ich ihr kennengelernt habe, das war im Zug und ich bin nicht die Person, die eigentlich so auf Frauen zugeht, aber ich habe mich damals zugeschaut über den Schulter und ich hatte von Anfang das Gefühl, als ob ich sie länger schon kannte. Und wir haben eigentlich eine super Beziehung und ich kann mich auch nicht erklären, was mich so an der Daniela so angezogen hat. Nur, dass wir uns in viele Facetten ist sie wie ein Spiegelbild für mich. Das haben wir immer wieder festgestellt, was Charaktereigenschaften und so angeht. Aber ich habe auch dieser Prozess immer wieder, kann ich immer wieder nachvollziehen, dass ich weiß, ich kann meine eigene Frau oder die Daniela, die kann ich irgendwie ganz neutral ansehen und mit wirklich lieben, rot geschrieben. Und dass ich dann auch wieder, dass ich mich frage, was ist es jetzt, das mich so verrückt gemacht hat bei dieser anderen Frau? Mein eigenes Programm nehme ich mal an, weil ich habe... Nur das Programm. Und ja. Ich habe da einen kleinen Satz, um das abzukürzen, dass du in Partnerschaften dieses klassische Energie ist Plus und Minus. Mhm. Das gibt was Neues. Zweimal Plus gibt nichts Neues. Das ist immer wieder so ein Beispiel, dass diese Seelenverwandtschaft, die man am Anfang meint, dass man hier ja so eins ist, man ist ja bloß Geist, Plus und Plus ist keine Schöpfung, sondern das Plus muss ich mit Minus verbinden. Das heißt, du musst dazu hier die Fähigkeit, gerade in der Partnerschaft, diese Ergänzung sehen. Ja. Das ist jetzt, wenn man meint, man macht beide, machen geistig. Das wird dann am Ende, sollte das sein, wenn Plus und Minus sich verbinden. Ich könnte jetzt einmal genügend Beispiele, wo ich Partner kenne, wo der Mann sich interessiert für Holofeeling und die Frau nicht und umgekehrt. Und wenn das eine Frau ist, sage ich immer wieder, du musst wissen, in eurer Partnerschaft spielst du zwar die Rolle der Frau, bist aber eigentlich der Mann. Mhm. Und dein Mann ist eigentlich, er spielt die Rolle eines Mannes, ist aber eigentlich eine Frau vom symbolischen Sinn, wenn er sich nicht für den Geist interessiert, der er selber ist. Und genau diese Verbindung, dieses Plus und Minus kann nur der Geist ausführen. Das ist dieses wirkliche Lieben. Und das Neue ist immer sehr von Reiz, aber du weißt, das ist ein Akt der Reife und des Alters, dass du feststellen, was das macht auf Dauer nicht satt. Mhm. Es wirft immer wieder nur neue Probleme auf. Und dann kommen natürlich dann diese Schuldgefühle, wo du gesagt hast, und da hilft dir das sehr, dass die Figuren in deinem Traum eigentlich nicht reiten. Das Leid, das du siehst, ist schon wieder die Interpretation einer Information, der du ein gewisses Gefühl zusprichst. Der Einzige, der leidet, ist der Geist, der träumt, der vergessen hat, was er ist. Und dann siehst du praktisch in den anderen eine Spiegelung deines eigenen Gefühls, wo du hineinprojizierst. Mir ist auch bewusst geworden, dass ich habe das eigentlich habe ich keinen großen Fehltritt gemacht. Du hast nur die Wahrheit gesagt. Das ist ja das Verrückte, dass normale Menschen mit ihren Programmen, mit den Wahrheiten gar nicht zurechtkommen, wenn man das ausspricht. Wobei natürlich dann immer wieder die Frage ist, auch ein Hineinfühlvermögen in ein Programm, da ist es nicht immer unbedingt sinnvoll, alles auszusprechen. Ja. Aber das waren dann so, sage ich mal, meine Altlasten. Ich musste das sagen. Ich konnte das nicht mit mir mittragen. Aber ich hab mir das ganze Problem und dann auch der angebliche Fakt, dass ich da meinte, dass meine Freundin dann traurig wurde, das habe ich mir vorher so hochgeschaukelt. Ich habe mich das Problem eigentlich größer gemacht, als es wirklich war. Es wird immer so sein, das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Du siehst ja nur die Verwirklichung deines tiefsten inneren Programms. Ja. Verstehst du, verwirklicht sich in Form von Bildern, aber du wirst merken, der Weg des Holofeeling ist ein Weg, den kannst du nur ganz alleine gehen. Ich kann immer wieder bloß sagen, es kann nur der Geist wach werden, der mir jetzt zuhört und der ist erst einmal unpersönlich. Das ist, da geht es nicht um eine Welt. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Das ist eine. Bitte? Nee, ihr warst ganz kurz weg, aber du bist wieder da. Ist eine ständige Verwandlung von Informationen. Das ist so ein simples, einfaches Prinzip, wenn du das einmal verstanden hast. Ja. Und vor allem, wenn dir bewusst wird, als rotes Ich, ich bin der Einzige, der immer ist. Aber dieses Ich ist nicht irgendein spezieller Gedanke. Das ist, wenn ich sage, die Hölle beginnt in dem Moment, wenn du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Ja. Das sind wirkliche Fakten. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das übersteigt alles an weltlicher Philosophie. Wenn du jetzt anfängst zu suchen, ob du in die Philosophie gehst,
ob du Vorlesungen in einfachen, kann man mal im Internet machen, was sagt Kant, was sagt er, was sagt Wittgenstein, und du wirst immer das Quäntchen Wahrheit erkennen, aber schon einmal rein, der Kommentator, der jetzt berichtet, der Philosophieprofessor und 1700 sowieso hat der und der hat das gesagt und der ist da in die Schule gegangen, dir musst du erst einmal bewusst werden, dass die Figuren in deinem Traum bloß geistlos rezitieren. Und diese Worte lösen Vorstellungen aus, und zwar in dir, nicht in irgendeiner Figur. Es ist egal, welchen Menschen du denkst, ob du den jetzt feinstofflich denkst oder ob er realisiert ist. Denk an die vier Stufen der Vergessenheit. Es ist nur ein Schatten auf der Leinwand, der ist ohne dich nicht. Es gibt weder einen Matten als Person, als Körper, noch deine Freundin, noch eine Daniela, wenn du nicht dran denkst. Und die haben auch, wenn du sie denkst, haben die Gefühle, wo du denkst, dass sie Gefühle haben. Ja, das ist das Merkwürdige. Du hast in unserem letzten Gespräch auch gesagt, dass ich jetzt eine ganz klare Vorstellung von der Daniela habe und andere Leute haben eine ganz andere Vorstellung. Und ich habe mich in letzter Zeit so fixiert auf dieses Bild, dass Hegel schreibt das auch, wenn er in seiner Phänomenologie des Geistes, der fängt an mit der sinnlichen Gewissheit, das ist das bloße sinnliche Wahrnehmen. Und die Sinn, das schmeckt zum Beispiel, wenn ich was im Mund nehme, sage ich als Hegel, ich lasse mich einmal so, ist ja wieder HGL, wenn ich was in den Mund nehme, dann schmecke ich was, dann empfinde ich was. Das ist mein Geschmack und meine Empfindung. Ja. Das ist die Sache, wo hier angesprochen wird. Das ist was sehr Persönliches. Was aber dann nicht weiter darauf eingegangen ist, dass dieses Persönliche ja genau das Programm ist, das du zu durchschauen hast, das immer im Kontrast zwangsläufig wieder in einem Kontrast zu anderen Möglichkeiten steht, die von dir genauso gedacht werden können. Aber es geht nicht darum, dass du in irgendeiner Form an dem Mappenprogramm was zu verändern hast. Das ist das ein, weißt du, ich wiederhole Sätze, wo ich sogar darauf hinweise, dass ich sage, du wirst es noch zigfach hören, du hast den Eindruck, du hast es beim ersten Mal hören verstanden. Das ist zum Beispiel hier mein Beispiel, wo ich sage, jeder Beobachter, der was beobachtet und damit nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Solange du irgendwas an deiner Welt verändert haben willst, bist du ein blindes Arschloch. Es wird sich am Wesentlichen nichts verändern. In dem Moment, wo du dich so weit disziplinierst, dass du nur Tierchen gucken, nichts mehr verändern willst, sondern dir nur noch bewusst machst, wie das funktioniert, hat sich das Wesentliche verändert. Ja. Das Wesentliche bis dahin war ein blindes Arschloch und jetzt bist du kein blindes Arschloch mehr. Das ist jetzt trittst du mit dem Bewusstsein eine Stufe höher, Matten. Ich habe ein paar Mal, pass auf, ich mache ganz kurz, habe das auch vielleicht schon in Selbstgesprächen, wenn wir eine reinstellen, ich wiederhole das für dich nochmal, die Stufen des Bewusstseins. Wir gehen nochmal von den ganz normalen Menschen aus, der sagt, ich bin dieser Körper, von den Sachen, die ich mir ausdenke, die ich wahrnehme, bin ich nur dieser Körper, der momentane Körper und alles andere bin ich nicht. Da brauchen wir nicht reden, das ist voll die blaue Ebene. Der kann sich dann als Mensch bewusst machen, dass er als Mensch, nicht als Körperbewusstsein, sondern als Menschenbewusstsein, wird ihm zumindest bewusst, dass ich schon andere Körper hatte, die jetzt ja nicht mehr sind, obwohl die jetzt gedacht waren, und dass ich noch Körper werden, ich wäre ja älter, die noch nicht sind, die erst noch kommen. Das ist jetzt, bist du zumindest schon davon losgelöst zu glauben, du bist bloß dieser Körper, du sprichst dir jetzt schon andere, jüngere und ältere Körper zu, die natürlich auch nur jetzt in Erscheinung treten, wenn du sie jetzt denkst. Aber all das, ob wir den blauen Menschen nehmen oder den blauen Körper, das ist was Ausgedachtes. Und ich sage jetzt einmal von einem Denker. Wir fangen mal die erste, wir bleiben bei Hegel, diese klassische Aufbauthese, Antithese, gibt eine Synthese, als Hegel nenne ich das ja Werden. Und Werden haben wir schon wieder. Unser doppelt aufgespannte erwecktes Wissen. Oder DN, unser doppelt aufgespanntes Urteil als Dawn, DN gelesen, geöffnete Existenz. Das ist unser Wissen. Das ist es Werden. Und jetzt ist es, sobald du dir eine Synthese denkst, die ist ja auf einer höheren Ebene, ist diese Synthese zwangsläufig, braucht die auf der höheren Ebene ein Gegenteil, auch eine Antithese. Das ist ja diese Dialektik von Hegel, diese Triaden, die sich aufbauen. Du kennst das Bild aus dem Philosophiebüchern. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir das mal ganz geschickt. Wir nehmen einen Denker, der denkt sich was aus. Das Ausgedachte, egal an was er denkt, ob er sich als Mensch denkt oder als Körper denkt oder die ganzen anderen Dinge, es sind Objekte, die dieser Denker als Subjekt aus sich aufwirft und natürlich gefiltert, interpretiert, auch wieder zurückgeworfen, gespiegelt anschauen muss mit seinem Interpretationssystem. Wenn ich jetzt immer wieder sage, habe ich so oft gesagt, was ist mächtiger, der Denker oder der Gedanke, den er denkt, müsste man normalerweise, logischerweise sagen, einseitig, der Denker ist mächtiger, weil er bestimmt ja, was er denkt.
Jetzt ist interessant, es muss ein Gegner da sein, das ist der normale Mensch, weil der nämlich glaubt, die Welt, die er sich ausdenkt, ist mächtiger wie er. Seine Gedanken sind mächtiger wie er. Das ist doch ein totaler Trugschluss. Jetzt haben wir These, Antithese und diese Synthese von beiden, von den Denkern mit seiner ausgedachten Welt, das nennen wir Bewusstsein. Jetzt wirst du aber feststellen, dass das Bewusstsein, das jetzt die Synthese darstellt, dass das ja wieder auf einer anderen Ebene auch wieder nur eine These ist. Und da brauchen wir eine Antithese dazu. Und du wirst jetzt feststellen, dass dieses Bewusstsein, das sich ein Denker ausdenkt, der sich Dinge ausdenkt, begeht einen großen Fehler. Es verwechselt sich nämlich mit einem Denker, obwohl sich das Bewusstsein auch andere Denker ausdenkt. Du denkst ja nicht nur den Denker Matten aus, sondern auch den Denker Hegel und noch viele, viele andere. Und du machst jetzt als Spiegelbild denselben Fehler wie der normale menschliche Denker, der sich mit einem Körper verwechselt, verwechselst du dich nur mit einem Denker und sagst, die anderen Denker bin ich nicht. Darum nenne ich das das Unbewusstsein. Das Bewusstsein ist ja nur die eine Seite von dieser Bewusstseinsebene, das Un- oder das Unterbewusstsein. Und dem gegenüber steht jetzt dein Überbewusstsein, dem bewusst wird, dass dieses Unbewusstsein sich mit einem Denker verwechselt, den es sich ausdenkt und sagt, alle anderen Denker bin ich nicht, wie zwangsläufig gespiegelt, jeder normale Denker sich mit einem Gedanken, mit einem Menschen verwechselt und sagt, alle anderen Menschen bin ich nicht. Ja. Und dieses Unterbewusstsein und das Überbewusstsein haben jetzt wieder eine Synthese. Das ist jetzt erst das rote Ich Bin. Das ist der Geist. Ja, das der Geist platzt auf in Unterbewusstsein und Überbewusstsein. Mhm. Und dieser Geist, dieses Ich Bin wieder als Synthese gesetzt, braucht jetzt mich, dieses JCH. Und dieses ICH und JCH, die verschmelzen jetzt zu UB. Mhm. Das ist die Hierarchie des Geistes. Und sobald du dir jetzt diese Hierarchie ausdenkst, bist du schon wieder eins drüber. Und jetzt kommst du in den Bereich, wo dir bewusst wird, dass du selbst etwas bist, was gar nicht in Erscheinung treten kann. Schon die roten Ebenen sind schon nicht in Erscheinung treten, aber das machen wir jetzt ganz bewusst als Symbol. Ja, das ist auch das Spannende an den letzten Monaten, wo ich dann auch wieder meine Tiefen habe, dass ich auch eigentlich erkenne, dieser ganze Prozess, und darum habe ich gerade den Hegel erwähnt, nicht um jetzt wichtig zu tun, aber nochmal ganz kurz am Anfang von der Phänomenologie des Geistes, die erste Position ist die sinnliche Gewissheit, die meint, dasjenige, was sie vor sich hat, ist ihr Wesen, auch etwas, was ihr fehlt. Und dann kippt es um und dann merkt es eigentlich, dass es als Bewusstsein dasjenige ist, was das Gegenüber als sein Wesen anerkennt. Und du hast so oft gesagt, wer oder was ist das verbindende Parameter für alles? Ich als Geist. Wenn man sich das bewusst wird, dann löst man sich auch aus, weiß ich was, Trauer oder extremer Freude raus. In der klassischen Auslegung besteht jetzt diese Erkenntnis, diese Stufe, auf derselben Stufe wie der Zen-Buddhismus. Diese klassische Zen-buddhistische Beobachtung. Was aber das Problem ist, was hier der letzte Konsequenzschritt nicht erwähnt wird, weder im Zen-Buddhismus noch bei Hegel, dass das, was du jetzt gerade ansprichst, dieses, was man nennt, das Bewusstsein oder Geist, dass du noch einen Schritt weitergehen musst in dieses absolute Nichts, weil der ja auch schon wieder was ausgedacht ist. Das ist die große Problematik, die fällt in den ganzen Philosophien. Dieses wirkliche darauf hinweisen, dass du das Immerseiende bist und es aufgrund da es im Meer ist, zwangsläufig nicht denkbar sein kann. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Du weißt, wie oft ich das wiederhole. Jetzt haben wir einen Denker, der schaut seine Informationen an. Egal an was du denkst, du bist immer derselbe Denker. Und sobald du jetzt sagst, ich sag Denker mal an dich, dann denkst du meinetwegen jetzt an den Matten. Und sobald du an was anders denkst, bist du doch immer noch da. Ja. Der sich den Matten jetzt denkt, den Kopf vom Matten, die Beine, die Krankheit vom Matten, der plötzlich hier sagt, was mache ich morgen, was koche ich oder egal was, der das, diesen ständigen Wechsel anschaut, der ist auch dann da, wenn du nicht an den Matten denkst. Was jetzt wichtig ist, dass dieser Denker aber auch schon wieder was Ausgedachtes ist, der erst dann existiert, wenn er gedacht wird. Also das, was immer ist, kann nicht in Erscheinung treten. Das eigentliche Bewusstsein ist nicht darstellbar. Da mache ich ja den Trick mit den Rotgeschriebenen. Jetzt wirst du irgendwann einmal begreifen, wenn ich immer wieder sage, dieses Liebe deine Feinde, liebe den Gegensatz, dass du deine These, Antithese, die untrennbar zu dir gehören. Mein Beispiel mit dem Lärm und mit der Stille, mit der Gesundheit und der Krankheit, dass du plötzlich feststellst, was der Trugschluss ist, dass viele Sachen, die du jetzt als wahrnehmbar definierst, zum Beispiel ist es da still, dass du das gar nicht wahrnehmen könntest, wenn du nicht im selben Moment im Hintergrund diesen Kontrast hast. Dann ist immer wieder dieses Verschieben, wo ich sage, von der Transversale in die Longitudinale, kann ich wieder eine kleine Geschichte erzählen, auch so schöne raumzeitliche,
wo ich bei meiner Mutter wieder bin, und ich sitze, ich schaue dem auf die Uhr und sage, du hast noch nie gesehen, dass sich der Stunden- oder der Minutenzeiger bewegt. Und dann kommt auch wieder dieser Blödsinn, wo ich mit den Sternen auch habe. Und dann versuche ich ihr das nochmal einfach zu erklären, dass du immer ein Bild hast. Ich mache das ja immer so ironisch, dass ich sage, ich habe den Eindruck, mich beobachtet hier der Stunden- und der Minutenzeiger, die beobachten mich, weil immer wenn ich hinschaue, stehen die. Und wenn ich dann nicht hinschaue, nicht aufpasse, müssen die ja irgendwie ein Stück weiterlaufen. Ja. Immer wenn ich dann hinschaue, merken die das und bleiben sofort wieder stehen, als wenn die mich ständig beobachten. Wenn ich sie anschaue, bleiben sie stehen. Ja. Und jetzt ist es also so, dass das wieder der Vergleich zwischen zwei Bildern ist. Das ist auch mein schönes Beispiel mit 22 Uhr und 8 Uhr, du kennst das. Wenn du einschläfst, dass du permanent konstruierst, dass dir klar sein muss, dass eben das du mit dem Trick machst, wo ich sage, das Zeitfenster, das du aufspannst. Das ja beides jetzt, du siehst jetzt aktuell im Vordergrund, meinetwegen 3 Uhr und du erinnerst dich im selben Moment an Bild feinstofflich, dass dieser Zeiger bei 12 Uhr gestanden ist. Und diese zwei Bilder, jetzt mach deine Logik draus, dass der da hingelaufen ist, was du noch nie gesehen hast. Und ich sag, du liest einen spannenden Roman, wenn du in dem Roman drin hängst, ist kein Matten da, der umblättert, da ist kein Buch da. Das ist das, was ist, das kannst du beschwören. Das ist halt die Auflösung. Und da fällt mir jetzt gerade eine schöne Sache, die ich auch ein paar Mal angesprochen habe in die letzten Selbstgespräche, dass wenn du jetzt zum Beispiel dieses weltliche Geschwätz deiner Welt, das wird dir immer mehr bewusst, ist, da kommst du dann auch in der Phase, dass du fast negativ reagierst, dass dir die Haare zu Berge stehen, egal welche Videos du auf YouTube jetzt anschaust, ich meine zu wissenschaftlich Vorlesungen, irgendwas Vorträge, dass das nur immer weltlich ist, die schwätzen alle nur weltlich, selbst wenn sie dann vom ewigen Hier und Jetzt schwätzen, ich spreche da immer wieder drauf an und dass wenn du jetzt, ganz interessante Sache mit der Bibel, du musst da mal eingeben, spaßhalberweise auf YouTube, was bedeutet das zweite Gebot? Und wir haben unseren Katechismus. Ich sage das da mal, die 10 Gebote werden ja zum Beispiel von der Reihenfolge von den Katholiken anders eingeteilt wie von den Protestanten. Katechismus, das ist einmal sekundär. Erstes Gebot, zweites Gebot, es verschiebt sich in der Reihenfolge. Aber wir wissen jetzt mit etwas Bildung, dass die 10 Gebote sind ja aus der Tora entnommen. Die findest du an zwei Stellen. Zweites Buch Mose, wo ich mit den Tafeln runterkomme, mit den 10 Geboten, wo die um das goldene Kalb da tanzen. Das ist also hier zuerst einmal Kapitel 2, zweites Buch Mose, Kapitel 20 stehen die und du findest die dann im 5. Buch Mose nochmal in Kapitel 5, was fast Wort für Wort exakt dieselben Gebote sind. Es ist nur der Anfang ist ja, wenn anders erklärt, ich sage immer, das ist dann erfüllt. Das ist im 5. Buch Mose, sollten sie es verstanden haben. Aber sonst sind es Wort für Wort, wenn du die 1:1 vergleichst und da ist ja nicht, das heißt ja nicht erstes Gebot, zweites Gebot, sondern da wird eben aufgezählt, was sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und da ist es schon interessant, dass das dann mal hier keine Verneinungsformen sind, sondern die ganzen Sätze sind eigentlich imperfekt. Die beginnen mit einem, beginnen du kannst, du sollst, du wirst. Also mit einer Imperfektform, wenn man es jetzt einmal gerade mal grammatikalisch richtig übersetzt. Was aber jetzt wichtig ist, worauf ich hinweise, dass aufgrund dieser Katechismen, wenn du jetzt eingibst im Internet, einfach mal, was bedeutet das zweite Gebot, hast du natürlich unheimlich viele Treffer von irgendwelchen auch Religionsberatungen, kirchliche Seiten, die dir das zweite Gebot erklären. Und du wirst das dann mal mit den Sätzen feststellen, dass hier in all diesen kirchlichen Erklärungen nur drauf rumgeritten wird auf den Satz, mach dir kein Bild von Gott. Und dann wird irgendeine weltliche, theologische, logische Erklärung gesucht, wieso man sich kein Bild von Gott machen soll. Was aber komplett ignoriert wird, das ist das zweite Gebot, geht ja dann weiter. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich sage immer, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Das wird überhaupt nicht erwähnt. Also ich habe die ersten 15, 20 Suchtreffer mal kurz angeklickt, weil ich das jemandem gezeigt habe. Es sind ellenlange Erklärungen, wieso man sich kein Bild von Gott machen soll, je nachdem, was für eine Seite du gerade aufschlägst. In einem raumzeitlichen Kontext und diese elementare zweite Hälfte, wo ich ja im letzten Fliegenstall-Vortrag noch sage, hier Bischof sowieso Direktor der Vatikanischen Sternwarte. Ich sage, wenn die doch die Stellvertreter Gottes auf Erden sind, können die das zweite Gebot nicht. Und jetzt kann man am Anfang von Ich bin du gehen, wo ich ganz klipp und klar sage, ihr werdet immer mehr bewusst, dass in deiner Traumwelt, egal wie im Angesicht dieser vielen Glaubensgemeinschaft, es gibt nur eine Weltreligion, das ist Materialismus. Ob das Moslems sind, aber das ist doch im tiefsten Inneren noch ein Spiegelbild deines eigenen Glaubens. Weißt du, Martin, das ist das Entscheidende. Das ist die Welt, die du träumst,
ist die Welt, die du dir ausdenkst. Mhm. Bis hin zu allen Naturgesetzen. Du wirst immer mehr, wenn du wirklich in einer wertfreien Beobachtung bist, wenn du einen Schnupfen hast, wie du einen Schnupfen kriegst, wieso dieses oder jenes passiert, das ist, die Naturgesetze sind das Wissen, das du an einer tieferen Ebene in dir trägst. Mhm. Dieser Glaube baut die Welt in dir auf. Ja. Ruf dir nochmal ins Bewusstsein das Beispiel, dass ich sage, ich symbolisiere dich Geist mit einem Computer. Mhm. Was auf Mechsheb, der Rechnungsführer heißt es ja auch. Und diese Mechsheba, diese Gedanken, die in dir auftauchen, die stehen und fallen mit den Daten, die du zum Denken benutzt. Mhm. Das heißt, diese virtuelle Welt in deinem Kopfkino, inklusive der Naturgesetze dieser Welt, hängen von einem Diesen in einen Glauben ab. Und jetzt kannst du nicht sagen, ich kenne mich ja mit Physik und so nicht aus, du hast dich damit noch nie beschäftigt. Mhm. Das ist das Verrückte. Aber das ist eben, weil du zuerst einmal dir gescheite Professoren ausdenkst und du bestimmst, dass das, was die glauben, ohne dich mit ihren Glauben selbst auseinandergesetzt zu haben als Geist, in dem Moment, wo du sagst, dieser Allgemeinglaube ist richtig, das ist bewiesen, funktioniert auch die von dir wahrgenommene virtuelle Welt nach diesen Naturgesetzen natürlich wieder nur oberflächlich betrachtet, weil bei genauer Präzision der Betrachtung wirst du feststellen, es ist ein ständiges Umformen deiner Informationen im Hier und Jetzt. Jetzt kommt es mit den Zeitfenstern. Mhm. Diese Kausalität, warum klingelt das Telefon? Warum klingelt das Telefon? Weil du zwangsläufig jemanden, warte mal einen kleinen Moment, ich muss ganz, ganz kurz aufmachen, weil mir klingelt die Haustür. Ich bin gleich wieder da. Okay. So, ich bin schon wieder da. Na. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, mein Gedächtnis ist schrecklich. Ich weiß nicht, was das ist. Gut. Das ist gut. Das ist, ich habe. Das ist loslassen. Oh, das ist, ich meine, ich habe Alzheimer mit 37. Alzheimer, Alzheimer. Mhm. Erweckt. All Gott gebiert das Meer und das ist das ausgedachte Meer und du weißt jetzt erst einmal, mach dir kein Bild von El Hayom, ja, heißt es hier. Dieser El Hayom, von dem, der im Meer ist, weil was immer ist, kann nicht in Erscheinung treten. Hm. Was in Erscheinung tritt, ist eine Welle, die aus dem, der immer ist, auftaucht. Du merkst, die Sprache selber mit Holofeeling ist immer die Bedienungsanleitung wirklich mit beigepackt. Hm. Wenn man das Prinzip der Vordersprache verstanden hat und es wird dann, ich erwähne das immer wieder, reine Physik, wir können auf die Zahlenebene gehen, das ist jetzt eine Sache, die dich noch nicht interessieren muss. Ich teile zur zweiten Solo-Feeling, wo ich immer wieder erwähne, in zwei Hälften, zuerst einmal einfache Lebensregeln, mhm, die jeder anwenden kann. Interessant schon wieder der Unterschied zu anderen Lebensregeln, mhm, aus irgendwelchen Sekten oder Gemeinschaften, dass ich zuerst betone, du hast an der Welt nichts zu verändern. Wenn du dir einen Film anschaust, mhm, oder einen Roman liest, ein Märchen, du kannst an dem Film, an dem Märchen nichts verändern. Als Struktur, als Programm, an den Protagonisten, die auftauchen, aufgrund dieser Datei. Die wollen wir unangetastet lassen. Mhm. Was dich ja interessiert ist, ist die Geschichte spannend oder ist sie nicht spannend? Ist sie unterhaltsam? Ist sie lehrreich? Und das ist jetzt, was du verändern, was du vervollkommnen kannst, das bestimmt nicht diese Geschichte, die Datei als Ding an sich, sondern das Interpretationssystem des Beobachters. Ja. Also muss ich nochmal eine Stufe drüber stellen und jetzt denk hier, unser Kinoleinwand, das ist einmal die Geschichte, die virtuelle Welt. Dann haben wir den Zuschauerraum, was reine blaue Ich sind, Konstrukt wäre Interpretationssysteme. Du kannst jetzt hier den Film dir anschauen, jetzt musst du noch eins höher sein, du kannst dir den Film anschauen und kannst in die Köpfe reinschauen, wie jeder dieser verschiedenen Köpfe diesen ein und denselben Film, die Bilder interpretiert. Mhm. Es wird also ein und dieselbe Situation von deiner Freundin, ja, anders, ja, vollkommen anders interpretiert wie vom Matten. Ja, ja, das finde ich auch so, auch so. Drüber erheben. Und das ist der Lernprozess. Ja. Das kann aber nur Geist. Das heißt, nur wenn du diesen Weg gehst. Das finde ich auch so ein großer Segen. Ich habe natürlich meine Momente, dass ich denke, scheiße, dass das jetzt so gelaufen ist. Aber immer wieder kommt wieder dieser andere Moment. Es läuft verkehrt. Nee, aber dass ich auch wieder feststelle, dass ich das jetzt erfahren darf und dass ich auch wieder merke, dass ich eigentlich, ich bin nicht der Martin und ich bin nicht diese Gefühle. Jeder Moment, ich nenne jetzt den Geist, der mir zuhört, Matten, wobei ich immer wieder sage, es ist der Geist, der sich das Gespräch ausdenkt. Ich könnte jetzt immer wieder, wenn wir jetzt pass auf, bewusst könnte ich sagen, wie es auch läuft. Jeder Moment, jetzt haben wir schon Mom,
Mom, M-O-M. Wir können das O als Waff lesen, als aufgespannt, als Augenblick, als 70 lesen oder hier als ein rotes O, dann hast du diesen ständigen Wechsel von die 2 M. Mom, End. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Das habe ich jetzt eingerichtet. Und zwar immer in Bezug auf deine momentane Reife. Darum wiederholt sich ja so oft, warum muss jetzt diese Scheiße schon wieder passieren? Ja, ganz einfach, weil du dieses Bild noch nur als Scheiße definierst. Ja. Jetzt kannst du schon mit dem Shit, mit der geschenkten Erscheinung, kannst du das schon neutralisieren. Ja. Das ist das Schöne, was passiert, wenn du ein bisschen einen Grundwortschatz von Holofeeling, die Grundrotigsten hast. Das wird dir jetzt jeder Ausgedachte wieder normal gesprochen bestätigen, dass das passiert, dass das nicht, es gibt so viele Möglichkeiten, die du in der Regel gar nicht durchspitzt, aber du siehst irgendwas und es wird immer ein Schmunzeln am Gesicht sein, weil du plötzlich das Wort neutral siehst. Mhm. Die Zustand und euer Bilder auch nur auf Worten aufbauen, das neutralisiert das Ganze unheimlich. Ja, das habe ich gemerkt. Jeder Moment, der in dir auftaucht, wenn sich immer wieder was Schreckliches oder was du nicht willst, wiederholt, es wiederholt sich, weil du es nicht willst, weil du es kreativ definierst, so lange bis du dir Gedanken darüber machst, was ist das Gute dran. Ja. Immer dran denken, was in dir auftaucht, ist eine Welle. Mhm. Okay? Und du siehst eben nur das Gute und das Schlechte. Wobei für mich, wenn du was gut siehst, das positiv denken genauso unvollkommen, genauso einseitig ist, wie wenn du bloß was schlecht siehst. Ja. Du musst wissen, es ist letztendlich ein Kegel, den du anschaust, KGL, wie eine Welle. Und wenn du was gut siehst, siehst du den Kreis und wenn du was schlecht siehst, siehst du das Dreieck. Mhm. Und wenn es ein großer Kegel ist, dann kann das ein riesengroßer Kreis sein und dann hat zwangsläufig im Hintergrund ein großes Dreieck dazu. Mhm. Mein altes Beispiel, das ich jetzt auch angenommen in der Matten würde jetzt eine ganz große Summe, Millionen im Lotto gewinnen, dann ist das erst einmal ein riesengroßer Kreis. Ja. Das Dreieck im Hintergrund wird komplett ignoriert. Dass das dich, Geist, nicht glücklich machen wird, es wird wahrscheinlich, wenn du jetzt auf der Suche bist, würde ich das wieder voll in die materielle Welt reinstrudeln, weil du jetzt vorhin gehen kannst, was diese materiellen Gelüste und Wünsche erfüllen anbelangt. Angenommen, du hast jetzt irgendwie, dir ist nicht gut, du gehst zum Arzt und der prognostiziert, du hast einen tödlichen Krebs, du hast bloß noch 4 Wochen zu leben. Das ist ein riesengroßes Dreieck, so wie jetzt meinetwegen ein Lottogewinn von 5 Millionen Euro ein riesengroßer Kreis ist, wäre das jetzt ein riesengroßes Dreieck, weil zu einem großen Kreis gehört ein großes Dreieck, weil dann ist ein großer oder kleiner der KGL. Große spiegelt sich. Und das ist jetzt, was ist das, der Kreis zu diesem Dreieck, wenn du so eine tödliche Prognose kriegst? Das ist schlicht das Positive dran ist, dass dir die Welt dann total am Arsch vorbeigeht und du wirst dich noch mehr über den Sinn des Lebens auseinandersetzen, das will ich eigentlich. Mhm. Du wirst keine Gedanken mehr verschwenden an die Welt und an die Zukunft. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja, ja. Du merkst, das sind diese. Aber man muss da flexibel werden, denn sein Wertprogramm ganz. Dass ich immer wieder sage, lass dich einmal davon lösen, weil jetzt kommt nämlich das Verrückte, du musst den Menschen. Du kannst nur den Menschen heilen, der du selbst bist. Und jetzt ist es Verrückte, dass du nicht einmal den heilen kannst, weil der rot geschriebene Mensch, der ist schon heil. Du hast es bloß vergessen, weil du dich immer noch mit den Trockennasenaffen verwechselst, mit der Rolle verwechselst. Mhm. Ich weiß nicht, hast du dir den 7. Teil, ab heute Morgen ist der 7. Teil drin. Von dem hab ich schon gesehen. Ja. Jetzt kriegst du schon ein bisschen, weißt du, wenn man jetzt hier im Fließen lassen merkt mit den Worten, was mir darum geht, ist erst einmal, dass man sich ein bisschen beschäftigt. Das muss noch nicht aus dem FF, wie man so schön sagt, aus dir herauskommen, dass du das nachvollziehst. Wenn man sich länger die Bücher studiert, ist es dass du automatisch, das sind so einfache Beispiele, dass du merkst, wie die Worte ineinander greifen, dass hier wirklich eine Metaebene an Geschichten, an den Worten mitläuft. Und es ist alles perfekt. Hier im tiefsten Innern zu wissen, die göttliche Schöpfung ist perfekt und zu der göttlichen Schöpfung gehören unter anderem Führerscheinprüfungsbogen für die Führerschein, die voller Fehler sind. Die sind aber auch perfekt, so wie sie sind. Mhm. Und die sind nicht dazu da, dass du die Fehler bekämpfst. Du hast auch den Matten, die Fehler vom Matten, von dem Charakter nicht zu verändern. Du hast diesen Charakter nicht zu verändern, sondern dich wieder zu erinnern, was du bist. Du bist der Schauspieler oder der Leser, der zurzeit dieses Leben durchlebt. Um genau diese Erfahrungen, die du jetzt machst mit dem Mattencharakter, um das auch einmal zu durchschauen, diese vielen Facetten, das Tierchen in einen, wo ich dann immer wieder sage, das ist, du wirst dich immer mehr lösen und dann auch solche harte Worte, wenn man Liebe, die blaue Liebe, wenn ich immer wieder sage, Mutterliebe hat mit der Liebe, von der ich spreche, überhaupt nichts zu tun, das ist programmgesteuert. Ja, ich habe das mich halt jetzt
Reutlingen. Es ist ein schöner Akt. Aber definitiv, du musst dich immer fragen, warum mache ich das? Und da muss man wirklich ganz wertfrei das, was man ein Leben lang zu sein geglaubt hat, muss man betrachten wie was Fremdes. Und erst dann sehe ich es. Weil sonst mischt sich immer wieder das Ego ein. Sich selber einzugestehen, warum spende ich jetzt zum Beispiel? Ganz einfach, weil ich mit einem Bild, mag es nur eine Anzeige sei, Hunger für die Welt, spende hier für irgendwelche Negerkinder und dieses und jenes. Der Schlüssel ist, dass ich anfange, das erste und das zweite Gebot zu begreifen. Das erste Gebot, was bin ich als Gotteskind? Und mache ich mir noch Bilder von da außen? Weißt du, ich kann mir jetzt Flüchtlinge, jetzt ist es kalt, die hier im Freien hausen müssen, weil keine Unterkünfte da sind. Das sind Gedanken, die wir jetzt denken, das ist ein Faktum. Und in dem Moment, wo ich das zweite Gebot breche und mit meinem Interpretationssystem mitleide, die Gedanken, die ich denke, die werden so sein, wie ich sie mir denke, die werden da sein, wo ich sie mir hindenke und die werden so empfinden und füllen, wie ich mir denke, dass die empfinden und füllen. Ja. Jetzt ist die Frage, kann ein Gedanke von mir was empfinden? Ist es nicht letztendlich nur der Geist, der sich die Gedanken denkt, der das empfindet, was er denkt, was seine Gedanken fühlen? Was meinst du, wie gut es den Flüchtlingen geht, wenn du die nicht denkst? Jetzt ist aber das Verrückte, das ist die neue Welt. Darum soll ich auch immer wieder, ich betone, die Menschheit, die du dir ausdenkst, die gehen mir vollkommen am Arsch vorbei. Das sind Figuren in deinem Traum. Es sind Schatten auf der Leinwand. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Das ist übrigens die Welt, die in allen heiligen Schriften, inklusive den Physikbüchern, beschrieben wird, wenn du das nicht materialistisch interpretierst. Und du hast ja so oft gesagt, alles, was in deiner Welt so geschieht, das sind alles symbolische, muss man alles symbolisch verstehen. Ne? Und ich informiere mich jetzt über verschiedene Kanäle, auch noch so verschwörungstheoretische Sachen, aber ich gucke die immer mehr mit einer Holofeeling-Brille an. Aber dann frage ich mir, ne? Du hast ja gesagt öfters, es ist jetzt Endzeit und überall ist jetzt die Hölle los. Hat das damit zu tun, dass der Geist, der sich jetzt hiermit beschäftigt, mit Holofeeling und immer mehr loslöst? Du musst globalen Geist bekommen. Und jetzt ist es so, pass auf, ob mir jetzt die Lügenpresse nehmen, das ist so verführerisch. Du musst dir nur bewusst machen, was ist, worin liegt der Unterschied, ob du jetzt offizielle Nachrichten im Fernsehen dir anschaust oder im Internet oder auf Verschwörungstheoretiker-Seiten gehst. Es sind Pixelmännchen, es sind Geräusche, es sind Schriftstücke, Vorstellungen in dir auslösen, das eine wie das andere und sich die Frage zu stellen, was jetzt da außen eigentlich stimmt, was richtig ist, was in der Vergangenheit war. Ich sag dir nochmal, es war in der Vergangenheit überhaupt nichts. Nee, das mache ich es auch nicht. Es ist aber da außen nichts. Halte das zweite Gebot. Ja, ja. Sag mir, durch welche Medien, jetzt zu einem normalen Menschengeist gesprochen, durch welche Medien du dich informierst und ich sage dir, welche Informationen du dir dann ausdenkst, als das ist da außen und alles andere ist verkehrt oder sind Lügen. Das ist alles ein Blödsinn. Die Lüge beginnt schon in dem Moment, wo du das zweite Gebot brichst. Und jetzt ist es das Globalbewusstsein, habe ich zigfach angesprochen, dieses Beispiel, ich denke mir jetzt eine Erdkugel aus, das ist es, meine Vorstellung von Welt, die sich um die Sonne dreht, dass sobald ich das Globalbewusstsein jetzt frage, ist es auf der Erde jetzt Sommer oder Winter, ist es hell oder dunkel? Das hat sich in dieser höheren Ebene aufgelöst. Das ist die Vervollkommnung. Das ist das, was ich auch immer sage in Matrix. Willst du die rote oder die blaue Brille? Das ist die erste große Falle. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Das Blau ist die Traumwelt, das Rot ist der träumende Geist. Es gibt keine Traumwelt ohne den träumenden Geist. Und ein träumender Geist ohne ein Blau, ohne einen Traum, ist ein nicht denkbares Nichts. Ohne Welt, ohne Informationen. Das ist wieder alles, was sich widerspricht, musst du verbinden. Die Frage nach Einseitigkeit in einem Widerspruch, und jetzt haben wir ja in den Aristoteles haben wir den ausgeschlossenen Dritten, der ist nicht mehr ein Gedanke von sich selber. Er ist die Verbindung all dessen, was sich widerspricht. Nee, es ist, ich Himmel und Hölle. Ich sehe das auch nicht. Himmel und Hölle, du bist Gott und Satan, Ani El Shaddai. Das macht dich allmächtig. Es ist auch nicht, dass ich das jetzt nur noch einseitig sehe, dass ich denke, oh, die armen Flüchtlinge, ich versuche das schon zu sehen als Symbole, aber da möchte ich mal gerne wissen, was hat der Fakt, dass angeblich jetzt all diese Leute ausziehen und das immer mehr, weiß ich was. Vermischung. Das Ischen. Die Vermischung ist ja das Mischen, das deutsche Wort Mischen ist ja Erib. Im Hebräischen. Schreibt sich 70202.
Wir können jetzt das Arab, wenn du anschaust, das Arab ist erst einmal eine erweckte Polarität außerhalb. Mhm. Arab, das ist das hebräische Wort. Zum einen ist es Mischen, M-Ischen. Mischen, ein Gemisch. Ja. Kannst du den Gematrie-Explorer mal schnell aufmachen? Ja, sicher. Dann gib mal schnell 70, 202 ein. Moment, 70, 202. Und jetzt das Erste, wenn du so ein Dreier-Radix hast, schaust du zuerst einmal, machst du zwei Zweier-Radixen draus, mhm. Dann haben wir R, ist das Erwecken, Erwachen, okay, und das RB ist immer eine Grundradix, diese rationale Polarität, diese berechnete Polarität mhm. ist immer Vielheit, ist ein Oberbegriff für Vielheit, wenn wir das einzeln eingeben. Joey, das ist das Erste, ist es einmal das hebräische Wort für Abend. Ja. Da haben wir jetzt, wenn du ab entlässt, hebraisiert, ab ist ja der Vater, das Aufblühen und End, END 70, 50, 4, heißt ja eine Umhüllung, einen Schmuck anlegen. Das heißt, es blüht in dir was auf und das ist der Schmuck, den du anlegst. Das passiert in der N8, in der existierenden 8, das ist deine Kollektion deines Wissens. Mhm. Das ist in der Nacht, weil es symbolisch ist, wenn du schläfst und träumst. Mhm. Okay? Dann haben wir können auch lesen, der schöpferische Sohn öffnet. Ja. Das ND hin ist ja die existierende Öffnung, ist das Auf und Ab, das Hin- und Herschwanken. Mhm. Dann haben wir Arabien. Da können wir natürlich auch für, das lassen wir mal den Einschlag, jetzt kommt das Gemisch, der Geist und das gestaltgewordene M-Isch. Ja. Das Geschmeiß, was hier steht, das ist die vierte Plage in Ägypten, wo die 10 Plagen von Ägypten aufgezählt werden, das ist die vierte Plage, ist auch Arab. Mhm. Übrigens 4 ist die Öffnung und Arab heißt, der schöpferische Sohn öffnet. Jetzt auf der Zahlenebene, wenn man reingehen kann. Ja, ja. Das ist ein Gewebe, ein gewirktes, da steht jetzt auch Insekten mit da. Das heißt, alle Menschen, die du dir ausdeckst, sind eigentlich Insekten. In irgendwelchen Glaubensgemeinschaften. Mhm. Und das ist das Geschmeiß, das sich in dir öffnet. Das ist wieder die Sache, schlag die Schwätzer tot, wenn du über den Jordan gehst. In, ja, diese, ja, ja. In dir, nicht symbolisch zu sehen. Okay, jetzt ist dann Querfaden. Der Rabe, der Schussfaden, Stechfliegen, das Ungeziefer, das bezieht sich alles auf die vierte Plage in Ägypten. Da gibt es übrigens zwei. Da gibt es einmal hier die Heuschreckenplage, das ist ein mhm. anderes Wort. Und dann gibt es dieses Geschmeiß, diese Insektenplage. Das sind zwei verschiedene Plagen von den 10 Plagen. Wenn du jetzt gehst, ist es auch Abend werden, dann ein Bürge sein. Du bürgst, ja, du bist der Bürge letztendlich für das, was du glaubst. Ja. Du musst den Kopf hinhalten für alles, was du dir ausdenkst. Mhm. Du bist der Kopf, in dem sich das befindet. Okay, mhm. Bürgschaft leisten. Jetzt ist auch noch das Negative, wohlschmeckend und angenehm sein, wenn du weißt, das ist ein scheißgeiler Traum, den du zurzeit erleben darfst. Super Hollywood-Film, ne? Das ist einmal hier dieses Arab, dieses Gemisch, den du hast. Das ist das ganze Indien und du wirst merken, es wird in der Dora auch dann arithmetisch in Formen, nicht nur die ganze Naturwissenschaft, wird mhm. komplett, wie sich Geist, wie sich Energie entfaltet in der Menschheit, wie sich das weiterentwickelt. Also kann ich das dann so zusammenfassen, dass diese Flüchtlinge-Problematik mir symbolisch eigentlich sehen lässt, dass ich mich langsam öffne für meine jetzt kommt Wirklichkeit? Aber auch das Gemisch. Das Gemisch ist, dass der anstrebende Einheit ist in allen Sachen, dass du immer in einer Kollektion einen höheren Begriff hast und ewiges Leben erfordert ständige Gestaltveränderung. Ja. Du wirst ja immer wieder, da musst du zwangsläufig Stufen durchschreiten. Mhm. Und ich mache jetzt nochmal auch in der Wiederholung für dich, das Ganze baut auf 3 mal 3 mal 3 Wachstumsstufen. Ja. Das sind die 27 Zeichen. Mhm. Das sind die 27 Zeichen. Ich habe gesagt, der erste Vers ist ja 2701, das ist 2701, das sind die 27 Zeichen. Und das 28. Zeichen ist Aleph Aleph, das ist Anfang und Ende. Mhm. Und jetzt ist es, wenn wir jetzt nochmal hier ganz kurz für dich, wir spannen zuerst einmal hier eine Strecke auf und die Daumen in 3 Teile. Und diese 3 Teile nennen wir jetzt ein Menschenleben, symbolisch. Da haben wir die erste Wachstumsstufe geht bis zur Pubertät, mhm. ist ein Riesenwechsel. Du kriegst materielle Schöpferfähigkeiten, du kommst jetzt in die Welt der Sexualität. Mhm. Die zweite Wachstumsstufe, die endet dann, wenn die Wechseljahre des Blut, Belut, Klimakterium heißt es auch, die Stufenleiter, wenn du hier in die Wechseljahre kommst, das ist dann die Synthese. Am Anfang wirst du dich mit einem Partner verbinden und jetzt wirst du dich mit mir verbinden. Mhm. Du wechselst jetzt
in eine höhere Ebene, dass dich das Sexuelle wird sich auflösen, du bist ja da noch drin, du hast ja diese Wechseljahre noch nicht erreicht, aber du kannst jetzt das schon, du begreifst, wie es weitergeht, ohne Angst haben zu müssen. Denk an mein Beispiel mit der Daniela, wenn sie sagt, hier beim Gedanken an die 74-Jährigen, ja, ich will nicht so alt werden. Und ich sage immer wieder, die Inge schmunzelt und sagt, sie möchte nie mehr unter 30 sein. Und wo ich dann sage, du kannst nur von oben nach unten sehen, wie sieht es aus als 31-Jährige, wenn ich sage, willst du noch mal 12 sein? Nee, um Himmels Willen. Ja. Ich sage immer, wieso maßt du die jetzt an, das nicht im selben Maß zu sehen, wenn du das Leben durchlebt hast, dass du sagst, ich möchte nie mehr so jung und so dumm sein. Es war eine geile Zeit, habe ich durchlebt, ist aber abgehakt, verstehst? Der Roman ist durch. Gut, jetzt haben wir diese drei Wachstumsstufen, das sind die ersten drei. Und wir haben ja dreimal, dreimal drei. Also nehmen wir jetzt die erste von der Geburt, also wir sagen mal vom Entstehen bis zur Pubertät. Da haben wir auch diesen ersten Abschnitt, da haben wir auch in drei Entwicklungsstufen. Die erste Stufe nennen wir, das ist innerhalb der Gebärmutter, wo du praktisch hier noch in der Gebärmutter bist. Die zweite Stufe ist vom Abnabeln, bis du in die Schule kommst, sechstes, siebtes Lebensjahr, wo du praktisch den Zustand erreichst, dass du, ich sage mal, einigermaßen sprechen kannst, dass man dir Lesen und Schreiben beibringen kann. Und die dritte Stufe ist dann vom Schulbeginn bis zur Pubertät. Das ist das erste Drittel, die ersten drei. Und jetzt gehen wir nochmal, dreimal, dreimal, drei, jetzt nehmen wir nochmal die erste Stufe, den Bereich in der Gebärmutter. Und da hast du, am Anfang siehst du aus wie ein Ei, AI. Dann siehst du aus wie ein Wurm, ich könnte sagen wie eine Raube. Und dann siehst du schon aus wie ein Mensch. Und wieso ich jetzt das nochmal wiederholt habe, du merkst es, das sind symbolische Bilder, dieses, was für dich irgendwie da außen abläuft, naturgesetztechnisch, wie der Materialismus dir das sagt, das sind Märchengeschichten, wo du die Symbolik verstehen musst. Was jetzt wichtig ist, was ich jetzt neu für dich dazu erwähne, dass jetzt von oberhalb betrachtet immer der Übergang von einer Stufe in die andere, auf allen Stufen, in diesen 3x3x3, oberflächlich betrachtet an dem Wesen nichts verändert. Wir bleiben mal in der Gebärmutter, in der letzten Stufe, du bist ein Embryo, ein Fetus. Das ist ja schon ein vollentwickelter Mensch, er wird halt noch durch die Nabelschnur gespeist. Und jetzt komme ich, das ist jetzt, da befindest du dich. Das ist momentan dein Zustand, wo du dich befindest, in dem, wenn man das jetzt höher stufen. Und jetzt tauche ich in dir auf und sage, ich bin nicht gekommen, um dir Liebe zu bringen, ich bringe dir das Holo-Feeling. Das heißt, in dem Moment, wo mir die Nabelschnur abschneiden, ist oberflächlich betrachtet das immer noch dasselbe, ich sage jetzt einmal dasselbe Säugling. Jetzt hat er sich, vorher hat er sich von der Mutter vollgesaugt, die Frau. Über die Nabelschnur, die Frau, und jetzt ist es nur, jetzt wird die Welt größer, okay, und jetzt haben wir hier diesen Übergang, was du jetzt merkst, jetzt machen wir die nächste Stufe, ob ich jetzt gehe vom Schulkind, also von dem Punkt, oder dann in der Pubertät, oberflächlich verändert das überhaupt nichts. Das heißt, es ist aber immer mit der Pubertät, was du ein vollkommen neues Wesen mit vollkommen neuen Interessen, obwohl du oberflächlich betrachtet denselben Körper hast. Wenn du in die Wechseljahre kommst, gut, lass mal Kleinigkeiten, graue Haare und so, wird dasselbe, wird sich dein Wertesystem, wenn dein Geist wirklich wächst, auch komplett verändern. Ich werde all die Sexualität, all das Ganze, was wichtig war, werde ich nicht mehr interessieren. Du wirst dich jetzt auf das Wesentliche ausrichten. Aber das passiert wirklich nur, wenn im Hintergrund ein Geist ist und du wirst jetzt feststellen, dass die Masse um dich herum breit ist, der Weg der Masse. Ich sage immer wieder, mit 18, 20 Jahren geistig zum Wachsen aufgehört haben, weil die Menschen, die Masse der Menschen hat mit 60, 70 eigentlich immer noch im Groben und Ganzen dieselben Ideale und dieselben Weltvorstellungen wie als 20-Jährige. Die haben sich geistig nicht weiterentwickelt. Wenn du jetzt 60-jährige Männer nimmst, die gieren noch immer jeden Weiberarsch nach, verstehst du? Ich hoffe, dass mir das nicht passiert. Geh mal davon aus, dass es nicht so ist, weil du ich bist. Ja. So schön das war, man sieht es dann immer noch hübsch. Ja, ja, ja. Verstehst du? Das ist, wenn ich jetzt sage, mir nehme die Daniela, mache ich ja immer so Scherze, wo ich sage, kenne ich viele beim Sehen, wo die sagen, wenn jetzt, du bist ja selber groß, ne? Das ist erst einmal eine schlechte Idee. Das ist ein Gerät, sage ich dann immer. Aber was jetzt das Verrückte ist, möchtest du das Quietschige etwas haben? Ich sage, mir war jetzt der Himmel sagt, die quietscht ja, wenn man sie anfasst. Da merkst du, wie unendlich kindlich dieser Geist ist. Wenn du reif bist, also selbst jetzt als erwachsener Mann. Und da hängst du noch dazwischen drin, weil die Reife nicht ist, aber du ahnst es jetzt immer mehr. Und das ist jetzt diese Selbstbeobachtung, das eigentliche Wachstum dieses Wesens zu beobachten, ohne sich dabei nicht mehr zu verändern. Und wo ich dir immer gesagt habe, du wirst dich auch mit 60 nicht älter fühlen wie jetzt, als Geist. Nee, das ist
verstehe ich. Ja. Das frage ich immer jeden, wenn ich jetzt hier mit meinen Geistesfunken, die eine gewisse Rolle spielen, dass auch du den Grundcharakter noch, du wirst dann immer noch hübsche Frau gerne ansehen, aber nicht mehr mit haben wollen. Mhm. Verstehst du? Das ist, dir wird jetzt Angst, wenn du das hättest. Das ist immer aus dem Abstand schon, aus einem gewissen Abstand, weißt du? Ja, ja. Gedanken sind frei, aber da ist überhaupt, das löst sich jegliche Form von Besitzen wollen aus, auch auf materielle Sachen, weil du merkst, es ist nur Abhängigkeit und Stress. Das, was du mit deiner alten, mit der normalen, in der zweiten Stufe mit der Logik als Sicherheit ansiehst, das Kapital, dass das gerade das Gegenteil ist. Wir haben immer zwei Seiten. Umso mehr du meinst, dass dir was Sicherheit bietet, umso mehr ist es Abhängigkeit und Selbstentmündigung. Aber da musst du zuerst einmal im tiefsten Innern verstehen, dass das, was dich am Leben erhält, hat nichts zu tun mit irgendeinem ausgedachten Ding. So wie eine ausgedachte Sonne auch keine Lichtquelle ist. Denk an mein Filmbeispiel. Und auch keine Wärmequelle ist. Und da kann deine Logik sich einmischen. Und ich sehe doch, wenn die Sonne scheint, dass es hell ist. Und ich merke doch, dass es warm wird. Das sind logische Konstrukte des Programms in dir. Mhm. Das ist all das, was du empfindest, was du in der virtuellen Welt aufbaust, ist dieser Glaube, den du zu durchschauen hast. Mhm. Und das kann nur der Geist durchschauen, der immer ist. Und das ist mit Sicherheit nicht der Udo und es ist nicht der Matten und es ist auch nicht der, der jetzt eventuell vom Computer sitzt und sich dieses Video, das angeblich in der Vergangenheit aufgenommen wurde, anhört. Mhm. Und nochmal schnell zum Anfang noch zurückzukommen und auch um es dann abzurunden, weil ich muss gleich weg. Ja. Ich habe mich auch gefragt, vor ein paar Tagen habe ich dann Daniela gefragt, willst du mich bitte aus deiner Skype-Liste rauslöschen, dann mache ich das auch. Und dann habe ich einerseits gedacht, jetzt bist du nicht einverstanden, du gehst eigentlich der einfache Weg, ne? Löschen ist einfach anders, als sie nur da lassen und wirklich versuchen, dein Programm zu heilen. Aber irgendwie sehe ich das jetzt auch als eine Chance, um zu gucken, ob ich mich wirklich von dem ganzen Thema etwas mehr lösen kann. Verstehst du, dass man so angezogen wird? Also ja, einerseits bin ich nicht einverstanden, weil ich habe sie jetzt aus meiner Welt so irgendwie rausgeschickt, weil es mir nicht gepasst hat, weil ich nicht umgehen konnte mit diesen Gefühlen irgendwie, weil ich mir Schuldgefühle eingeredet habe und weiß ich für alles. Du weißt doch, ich habe hier in einem kurzen Zusammentreffen, wenn du jetzt zurückblätterst, auf den Film Im Auftrag des Teufels angespielt. Ja. Diese gigantische Schlussszene, die ist es wert, dass man die zigfach, wenn du mal die Möglichkeit hast, schau dir diesen ganzen Film nochmal an, vor allem die Schlussszene ist so unendlich voller Weisheit, wo hier dann du zuerst einmal merkst, dass der Satan eigentlich auch das Positive ist, dass das verschwimmt, dass der eigentliche Satan ist das Ego im Menschen. Und wo ich dann zu ihm sage, und er macht dir hier Anreizungen und dann sagt er hier, anschauen, aber nicht anfassen. Okay, anfassen, aber nicht in den Mund nehmen. Okay, in den Mund nehmen, aber nicht runterschlucken. So hat das es ausgesehen. Da muss man hier immer wieder, spielt eine Rolle und das wäre auch, du kannst immer nur beobachten, wie das Matten reagiert. Und da hast du dich nicht einzumischen. Es wäre jetzt auch auf dem Film eine Spur, dass du anders reagierst. Ja. Besser wird es dadurch nicht. Nee, das wäre auch für einseitig. Das ist ein Problem immer wieder mit aus. Es würde nichts geben, ich sage mit einer Partnerschaft mit der Daniela, die du natürlich bezahlen müsstest, indem du deine jetzige Freundin im Wind schießt und du würdest feststellen, die Ursache, warum du das magst, die hast du damit nicht beseitigt. Das wird sich in kürzester Zeit wieder dasselbe Problem aufbauen. Ja. Du musst es an der Wurzel packen. Das heißt, du musst einfach im tiefsten Inneren schauen, was die Triebfedern sind, was dich antreibt. Und da ist halt das Tier noch mit in dir drin. Und es geht um die Überwindung des Tierischen. Mhm. Und da kann man ganz einfach sagen, zuerst einmal überwindest du das Tierische in dir, indem du immer mehr zu verstehen anfängst, dass du nicht ein Gedanke von dir bist. Ja. Dass du immer bist, dann überwindest du das Tierische. Deswegen ist diese momentane Rolle ja immer noch da. Mhm. Die wird immer mehr bewusst. Das ist wirklich nur ein Leben von unendlich vielen Leben. Wenn ich dir sage, wie viel Leben ich schon gelebt habe. Und du bist ich. Und momentan bin ich auch das Mattenleben. Darum sehe ich das mit einem Schmunzeln. Ich sage immer wieder, ich bin das, was du sein wirst, wenn du dieses Leben durch hast. Wir sind das Bücherregal. Mhm. Das ist ein reines Entgegenkommen, was, wie gesagt, an den Roman, an der Welt nichts verändert und es läuft bestens. Ich kann jetzt auf die Flüchtlinge zurückkommen, das hat auch die zwei Seiten. Das ist einmal dieses Helfen, das, was du nicht willst, dass man dir, das, was du mit, dass man dir antut in einer gewissen Situation, macht es auch bei anderen.
Das ist immer wieder reden, groß reden. Dann ist natürlich das Warum. Mache ich das, weil ich einfach ein Grundprinzip verstanden habe, oder mache ich aus einem Mitleid, aus einem Programm gesteuert heraus? Ja. Wenn zwei das Gleiche tun, dann ist es noch lange nicht dasselbe. Mhm. Die Gehleichen haben unterschiedliche Motivationen. Mich interessiert das Warum. Was denn, kennst du mein berühmtes One-Night-Stand-Beispiel, wo ich das erkläre? Ja. Mit den vier Seiten. Dass jetzt hier, wenn jetzt die zwei Freundinnen weggehen und beide haben einen One-Night-Stand, kann das bei der einen absolut nach göttlichem Recht richtig sein, was sie tut, weil sie sich einfach dem Leben hingibt, und die andere, wenn berechnet ist, die macht es verkehrt, und umgekehrt natürlich genauso. Ja. Wenn man es nicht macht, kann es auch richtig und verkehrt sein. Wichtig ist immer das Warum. Ja. Und jetzt ist es so, dass hier natürlich die große Angst kommt der Vermischung. Die Kultur geht ja den Bach runter, der Glaube. Jetzt spanne mal ein riesen Zeitfenster in deinem Intellekt auf. Du hast ja deine geistigen Archive, und dann frage ich dich, wo sind jetzt die Wikinger? Wo sind die Germanen? Wo sind die Gallier? Wo sind dann die Kelten? Haben sich die nicht alle verwandelt? Mhm. Hat sich nicht die Religion im Laufe der Zeit, der Glaube verwandelt in dem großen Zeitfenster, das du vor dich hinstellen kannst? Mhm. Ist nicht das Evolution? Ein ständiges Verändern im Hier und Jetzt, das passiert im Hier und Jetzt. Jegliches Festhalten, konservieren wollen, das Wort für konservieren und bewahren, ist übrigens, schreibt sich, können wir mal erst den Matrixblatt noch offen? Ja. Shin. MR. Habe ich. Das ist das Bewachen, das Bewahren, das Konservieren, das Hüten, sorgfältig wachen, okay? Mhm. Was jetzt wichtig ist, eine logisch gestaltgewordene Berechnung. Du willst einen Gedanken festhalten. Das wird dir nicht gelingen, so wie wenn du eine Welle festhältst. Mhm. Du willst die außen am Leben erhalten. Du stellst die kurz aus dir heraus, die kommt aus dir, wie alles wissen. Wenn manche zum Beispiel hier sagen bei dem Udo, letztes Fiegenstall, Udo holt sich E-Zigarette, und dann sind schon einige rumgelaufen in dem zweiten Fiegenstall, wo du jetzt nicht warst. Da haben unheimlich viele E-Zigaretten. Ja, das habe ich schon gehört. Dann sagen natürlich schon wieder welche, die effen ja alle bloß den Udo noch. Ich sage, pass auf, wenn du der Spiegel im Zentrum bist, und dann muss zwangsläufig, wenn du was machst, spiegelt sich das um dich rum. Ja. Weil du das sagst, du hast keinen Einfluss drauf. Jetzt kannst du nur wieder Interpretationen sehen. Wenn du nur Liebe bist, wird sich die Liebe um dich herum aufbauen, und du musst mit keinen dieser Menschen reden. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, die sollen das machen. Hm. Und wenn die, die außen noch in der Peripherie sind, sich an dem Zentrum orientieren, an der Liebe in der Einheit, dann werden die zwangsläufig immer mehr das machen, was das Zentrum macht. Hm. Okay, jetzt pass auf, wieso ich dir das zeige. Jetzt häng mal hier ein N hinten dran. Ein N, Moment. Eine 50, nur hinten der 50 anklicken, und dann gehen wir drauf. Suchen, habe ich. Und das ist jetzt ehrlich konservativ, viereckig. Das sind die vier Seiten außenrum. Ja. Interessant ist, das ist das hebräische Wort für Samariter. Das sind die Konservativen außen herum, die eigentlich nicht wissen, was sie tun. Und interessant ist natürlich jetzt das quadratisch, weil ich immer wieder sage, auch unser Quantum, wenn du Leute fragst, was ist eigentlich die Quantenmechanik? Qua, die Radix Qua, ist Qua, Quad, Quad, Quiz, ist im Lateinischen schlichtweg der Fragepartikel. Also alles, was Kof, Waff, Qua, Quis, Qua, Quant, ist was, wie viel, wo, das bedeutet das. Mhm. Das ist eigentlich, das Quantum heißt, wie viel, auch wie wenig, wie groß, wie mächtig, diese große Frage. Die Quantenmechanik ist, was ist das eigentlich, wie ist das eigentlich, wo ist das eigentlich, was wir uns ausdenken? Die Frage habe ich mit Profilen reichlich beantwortet. Und das Ganze passiert jetzt hier in dem Quadrat, die vier, das ist unser Tetraederspiegel. Und dieser Qua, was ist TR, was ist die geöffnete Berechnung? Das ist das Quadrat. Und wenn du jetzt den Spiegeltunnel, wenn man die klassischen, wo ich immer wieder nur anspreche, wenn ich die mal da einweise in die verschiedenen Ebenen, wie man Spiegeltunnel aufbauen, meine Spiegelkante, wenn ich immer wieder sage, wenn du das nimmst, das muss ich jetzt einfach mal hinstellen, wenn du das einmal siehst, dass ich so eine Kante aufbaue und einen dritten Spiegel dazu lege und ich Kerzen rein mit der Fläche, wenn du das einmal gesehen hast und ich kipp dann das und dann wird es diese Fläche, diese absolute Fläche wird zu einer Kugel, je nachdem, wie stark ich das kipp, ist es interessant, dass du zuerst einmal hier von oben gesehen hast, du ja hier die Kante, wenn du von oben auf den Spiegel schaust, wo wir den dritten Spiegel dranlegen. Mhm. Ich sage jetzt, das ist jetzt diese Dreieckspiegel, die wir haben.
Das ist dieses Dreieck, ist extern, dann auf Lateinisch, dann hast du auf die Frage, wie viel. Die Frage, wie viel, Terni, ist immer die Reihe, geöffnete Spiegel. Mhm. Dann haben wir hier, wenn du jetzt hier dieses Spiegel hast und du schaust von oben rein in diesen Synthesespiegel, siehst du in dem Spiegel natürlich diese zwei Spiegel, also sind in dem Spiegel nochmal imaginär diese zwei Spiegel. Du bist dabei? Ja, ja, ja. Darum nenne ich das, pass auf, das ist intern, in Danny, in diesen drei, extern. Und das ist extern. Ja. Und der Synthesespiegel ist Eltern. Die Eltern, die hier männlich und weiblich in intern, das ist der Adam, das ist das Bild des Adams. Ja, ja, ja. Super. Okay, du merkst schon wieder, die Physik, die Geometrie über die Sprache, wenn wir Zahlen einsetzen, das ist es. Es reicht, wenn du weißt, dass es so ist. Du weißt ja auch als Laie, wie ein Computer funktioniert. Ich gehe mal davon aus, ohne dass du jetzt die Elektronik aufbauen könntest oder wirklich in die Tiefe der Programme reingehst. Es reicht doch, wenn du weißt, wie ein Motor funktioniert, ohne dass du Detailwissen dich verlierst. Ja, ja, stimmt. Genauso musst du, ich erwarte jetzt von dir, dass du im Groben verstanden hast, was du bist, und du erahnst jetzt immer mehr, wie du funktionierst. Mhm. Und das ist eine vollkommen neue Welt, die sich jetzt in dir entfaltet. Ja, das stimmt schon. Das ist ein Geschenk. Du bist ein Auserwählter, Kleiner. Ich weiß auch, als ich studiert habe, dass als wir Kant gelernt haben mit dieser kopernikanischen Revolution, das hat mir so von den Socken gehauen. Das hier ist jetzt nochmal 10-mal kräftiger, sage ich auch. Hast du das mit der Evolution und mit der Revolution nochmal, hast du das Update, ich glaube, ich habe dich in den Mailverteilern nicht drin. Hast du das angeschaut beim Rio auf der Seite? Da müsste ich mal nachschauen. Ich kann bei mir mal Verteiler, kann ich habe bloß 80 Mann, aber sonst kann ich nicht rausschicken, weil ich bloß ein normales Ja, das macht nichts. Ich gucke mal bei Rio nach. Schau dir das beim Rio auf die Seite an und das ist ja Evolution. Wissen wir herausrollen. Jetzt schau mal wieder in deinen Intellekt rein als studierter Mensch. Mhm. Was hast du vor Holofeeling unter dem Wort Evolution verstanden? Eine zeitliche Entwicklung, ne? Richtig. Was hast du vor Holofeeling unter dem Wort Revolution verstanden? Sich irgendwas, wie heißt ein das? Ein Umbruch, irgendwas. Ja, ja, ich weiß, ich habe nur. Jetzt pass auf. Evolution heißt herausrollen. Ja. Das, die Gegenseite dazu ist Revolvere. Evolvere heißt wieder zurückrollen. Ja. Das ist Evolution und Revolution sind die zwei Seiten von dem Kegel. Mhm. Das Zurückkehren, das Zurückrollen, das wieder Zurückkehren, deine Revolution des Geistes, die ich jetzt in dir auslöse, hat nichts zu tun, dass der Martin auf die Straße gehen muss und wieder für irgendwas Weltliches demonstrieren. Ich hole dich ganz, ganz intim raus. Du weißt, ich bin der Menschenfischer. Mhm. Du bist in einem Schwarm voller F-Isch, Gestalt gewordener Facetten und ich ziehe dich da ganz einfach raus. Den Rest lassen wir im Wasser rumwimmeln. So funktioniert es. Dann sage ich zum Schluss. Es sind keine Bedingungen geknüpft. Das wird passieren mit dir. Du musst bloß jetzt diesen leichten Hauch von einem Geruch, geistiger Ruach, den ich in dir ausgelöst habe, den musst du jetzt nachgehen. Ich sage immer, wie wenn du spazieren gehst irgendwo und dann hast du Hunger und dann kriegst du Hauch irgendwie von einer Waldgaststätte und du riechst, da wird gegrillt und es ist das der Hauch von einem Geruch und du musst diesen Geruch jetzt weiter verfolgen und dann führe ich das automatisch hin, wo du satt wirst. Mhm. Und Fehler kannst du keine machen. Entweder machst du was richtig oder du lernst was Neues kennen. Ja. Ich werde eigentlich gerade die Kehrseiten, wenn dich immer mehr interessieren. Ja. Was dir logisch erscheint, ist ja schon logisch. Aber jetzt jede normale Logik, geistlose Logik ist einfach nur ein Interpretationssystem. Was dir auch massiv bewusst werden wird, dass hier 99,99% einfach nur aufgrund logischer Trugschlüsse, sage ich, logische Berechnungen, die natürlich als Berechnung richtig sind, aber die Grundlage, die Axiome, die man zum Denken benutzt, die ganze Naturwissenschaft, die Theologie, das Weltbild, die Religion baut auf Axiomen auf. Mhm. Jetzt, wenn wir nachschauen, was heißt Axiom, kannst du ganz normal in Wikipedia schon nachschauen, das ist eine These, eine Theorie, die nicht mehr in Frage gestellt wird. Sie wird also praktisch unüberprüft als richtig anerkannt. Zum Beispiel, ich bin ein Zeuge dir und wenn der Körper zerstört wird, gibt es mich nicht mehr. Mhm. Das ist alles Blödsinn, bin ich tausendfach darauf eingegangen. Das sind Axiome. Ich soll mal ein riesen, gigantisch berechnetes Gartenhaus, ein logisches Gebäude, wo die unteren Karten eigentlich aus der Luft gegriffen sind, die nicht stimmen. Und dann stimmt zwangsläufig alles, was du jetzt mit einer fehlerhaften Grundlogik anfängst, mit einer Grundprämisse, eine Petitio Principi, eine Grundannahme, die eigentlich schon als Ding an sich ein Trugschluss ist. Mhm.
Das ist jetzt hier die Axiome, niemand mehr ein fanatischen Christen, der felsenfest davon überzeugt ist, dass ich vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde, das hat er aus das Buch heraus. Ja. Aus einem bestimmten Buch. Lies den Koran. Im Koran ist Jesus auch der höchste Heilige. Aber es wird kein Moslem behaupten, dass Jesus gekreuzigt wurde, weil im Koran wurde ich nicht gekreuzigt. Merkst du den Unterschied? Ja, ja. Jetzt ist die Frage, wieso glaubt der eine in dem Buch und der andere glaubt das, was in dem Buch drinsteht. Ich sage, beides stimmt. Ja. Ja, aber das widerspricht sich doch. Wurde jetzt gekreuzigt? Ich sage das Erste, es gibt so viele, die bezweifeln, dass die Amis auf dem Mond waren 1969. Mhm. Also aber keiner bezweifelt, dass da oben ein Mond ist. Ich sage, halt erst einmal dein zweites Gebot. Dann stellt sich die Frage gar nicht, ob die auf dem Mond waren oder nicht auf dem Mond waren. Ja. Verstehst du, wenn du begreifst, dass der da oben gar nicht ist? Keiner bezweifelt Raumfahrt als Ding an sich. Ja. Das sind die Stufen, wo du merkst, der Verblödung und der Verdummheit und der Verwirklichung von irgendwelchen Theorien. Mhm. Du musst in die Praxis, wir streiten nicht mehr um Perspektiven, jede Richtung, jede Vorstellung von richtig, das heißt jede These, jede Theorie, jede Sichtweise, setzt Vorstellung von richtig im selben Leben, das auch zu dem heiligen Ganzen gehört. Mhm. Das ist Globalbewusstsein. Udo, ich muss mich leider verabschieden. Alles klar. Vielen Dank. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ciao.